Und willkommen zurück zu Folge 114. So, wir waren jetzt dabei, das im E-System so langsam hier damit zu verknüpfen. Das werden wir jetzt auch. Wir brauchen das hier noch. So, so, so. Und ist das System irgendwo da hinten in der Walachei? Wie kommen wir da jetzt am schnellsten hin? Irgendwie hier durch. Das heißt hier so, so. Da vielleicht noch. Mal kurz mal die Leitung unterbrechen hier. Beschlossen wäre es ja irgendwie hier oberhalb zu bauen, oder? Oh, warte mal hier, wo sitze ich denn hier hinter jetzt schon? Oh, da, warte mal, da ist das ME-System. Das passt doch fast wie die Faust aufs Auge. Erde, brauchen wir eben Holz. So, machen wir hier mal Holz dran. Wieder und hier auch Holz. So. Dann vielleicht so. Ja, so ist eigentlich ganz gut. So hier lang, dann da. Dann hier durch einfach. Weiß ich aber nicht, ob das jetzt so connected. Also das müsste ja eigentlich connecten so. Das ist ja eigentlich egal, wie das hier aussieht. Wird es vielleicht noch abge covered. Muss ich mal schauen. So, das wäre ja auch schön. Dann können wir hier Cover drum machen und Ruhe ist. Ah ne, warte mal, da können wir nicht mehr, ne? Wir könnten höchstens nur noch einmal hier hinsetzen. So. Dann wird es schon besser aussehen vielleicht mit Covern. Jetzt haben wir die Busse. Also jetzt müssen wir Mulch importieren und Weizen importieren. Das gleiche ist hier Weizen. Und Mulch. Da oben noch nichts drin ist. Kann der ja nichts sagen. Jetzt brauchen wir aber noch was anderes. Wir brauchen nämlich noch Ermitter. Das heißt, wir brauchen noch ein Anzeigen, die sagen, wie viel da im System ist. Und die sind, glaube ich, eine Seite weiter, ne? Genau. Füllstandsemitter. Da brauchen wir Basic und Redstone-Fackeln. Redstone-Fackeln habe ich. Basics habe ich auch noch ein Kabel. Und dafür noch ungenauer. Ja, was kostet denn ungenauer hier? Warum? Ungenau, hä? Okay. Naja, verstehe ich nicht. ME-Kabel verdeckt ist. Ich weiß nicht, ob wir jetzt verdeckte ME-Kabel machen müssen. Oh, das wäre natürlich schweineteuer mit dem mit der Wolle allein. Muss ich dann auch mal schauen. So, da brauchen wir jetzt. Was machen wir da? 4 Stück brauchen wir allein jetzt schon mal dafür. So. 4 da. Dann machen wir gleich mal 5. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. So, 5. Kann weg, kann weg, kann weg, kann weg. Ich muss gleich sowieso alles gucken, was wieder rein kann und was nicht. Das kann auch erstmal weg. Zumindest ein bisschen Ordnung haben. Das kann so getauscht werden. Das ist so okay. Was brauche ich denn noch? Mulch habe ich, Weizen habe ich. Da könnte ich eben ein bisschen was wegnehmen da hinten. Ne, stopp, ich habe ja da noch was. Da habe ich ja noch was an dieser Stelle. Können wir ruhig mal ein paar mitnehmen, oder? Joa. Nehmen wir mal ein paar mit. So. Dann kommt das alles hier hin. Jetzt kommen die Emitter, die Füllstandsemitter alle hier dran. Und zwar. Oh ne, falsch. Da kommt einer dran. Jetzt muss hier auch noch einer dran. Das gleiche ist auch hier. Und hier. Nein, so nicht. So ist mir lieber. Käbelchen. Das müssen wir jetzt hier alle so verknoten, wie wir gerade lustig sind. Warte mal, kann ich das nicht auch dahinter anbringen? Ich weiß jetzt nicht, ob das dann nicht funktioniert, ob er dann hier ein Signal rausgibt. Aber eigentlich nicht. Sollte so okay sein, ist das ein bisschen kompakter. Hier. Hier müssen wir es ja so machen. Geht ja nicht anders erstmal. Sonst müssen wir von unten an steuern, aber da habe ich. Warte mal. Können wir das denn? Vielleicht so machen.
Der ist ja mit dem verbunden über den und wäre dann über den verbunden. Dann heißt es, wäre der überflüssig. Der wäre überflüssig. Den brauchen wir, den brauchen wir und den brauchen wir ja. Und jetzt müssen wir sagen hier, Mulch ist hier drin. Heißt Mulch. Machen wir mal 128.128. Und Signal, wenn Limit überschritten. Limit, genau. Ah, warte mal, war das denn mit den anderen, wo wir das eingeben konnten? Oh, dann wird das ja teuer mit diesen exakten. Eieiei. Da muss ich jetzt mal eben schauen. Da müssen wir so ein Basic mal anwenden hier. Oh, das wird dann teuer. Brauche die ins System importieren, brauche ich gerade nicht. Oh, das wird teuer. Das sind die bestimmt auch, ne? Ja, da ist. Oh. Ja. Das wird. Oh, das ist teuer. Denn die kann ich jetzt ja alle austauschen. Ich muss alle dazu es exakte machen dafür. Aber da habe ich jetzt 4 Stück von. Sind jetzt die richtigen? Yep. So. Wenn das Signal jetzt unterschritten ist, aber ein rotes Signal raus, sonst kannst du das nicht. Aktiv ohne Signal. Aktiv mit Signal, wir machen das ohne. Ne, so. Mulch. Komplettes Text reinwerfen. Ja, mach mal. Weiß gar nicht, ob ich da drüben noch welche. Yep. Aber hier fehlen Samen. So. Das kann man schon gleich mal ins System reinwerfen, wenn wir Lust haben. Dann tun wir hier noch was rein, da was. Oh. So wäre richtig rum. So, und jetzt muss hier oben, wenn das Ding unterschreitet. So, und dann sagen wir hier in dem Fall. Nee. 512. Das gleiche gilt hier. 512, warte mal, passt das? Ja. Zack. So. So, so, so. Das müssen wir jetzt hier auch machen. Zack. Zack. 128. Putz. Zack. Und fertig wäre das Spielchen schon mal dafür. Und jetzt müssen wir da noch irgendwie Strom dran kriegen. Wäre schlauerweise von unten einfach. Oh, das wird. Wie gesagt, das wird jetzt eine teure Angelegenheit. Für den Anfang. So, hier habe ich jetzt meinen Strom. Später muss ich die beiden wechseln hier. Sprich, Strom mit. Ist eigentlich auch egal. Wie ich die mache. Das wäre egal. Er sitzt auch jetzt bescheiden. Warte mal. Das sitzt sowieso in der Zwischen die Tasche. Das ist eigentlich Furz, wie das hier aussieht. Da holen wir das nochmal weg. Da holen wir Energie ran hier. Aber das hätte jetzt eigentlich noch eine Etage drunter müssen oder hier drüber irgendwo sitzen müssen. Dann holen wir einfach die Energie von hier vorne. Pff, wen juckt's? Wen juckt's mich nicht? So, du kommst jetzt so und dann muss ja auch Energie da hinten hin. Achso, hier fehlt ja noch wieder eine Pipe, genau. Bitteschön. So. Einmal bitte tauschen. Dann schmeißen wir schon mal hier. Na. Ist jetzt eine 64.000 K drin, genau. Das Weizen und der Mulch rein. Nein. Oh, ich hasse das mal hier, wenn du eingibst, dann hast du sofort hier so ein Plimplam hier drinne. Jetzt probieren wir es mal aus. Jetzt sind zumindest die umgesprungen. Wenn ich jetzt hier das rausnehme, jetzt müsste der ja, das Stack wieder reinschmeißen. Genau, 512 hat er jetzt nicht überschritten.
Da kommt aber gleich das ganze Weizen rein. So. Und hier brauchst du noch auch Energie, ne? An den Stellen. Wie führen wir das denn mit runter? Am besten an der einen Stelle, wo wir jetzt gerade hier runtergegangen sind, ins System. Kommt's immer gut. Kommt hier runter. Geht hier lang. Geht hier irgendwo runter, da. So. Und dann muss ich jetzt mal schauen, in welcher Höhe. Ich glaube, irgendwo gleich hier. Oh, jetzt habe ich nichts mehr. Nein. Das ist gar nicht gut. Ah, ich muss eine tiefer, oder? Guten Tag. Hier müssen wir rein. So machen wir auch. Dann gehen wir hier rein. Holen uns die Energie irgendwie weg. Können wir hier in Land legen. Ist ja eigentlich voll Furz. So. Tack. Dann passt das nämlich. So, so, so. Da muss ich nämlich auch welche noch produzieren. Da kommen wir auch nicht mit aus. Und dann müssen wir das einmal hier komplett wegklopfen hier. Damit es zumindest schön aussieht. Außerdem weiß ich dann, wo die Leitungen immer liegen. Das hat den kleinen Vorteil hier, wenn man das so macht. Wenn man das alles irgendwo einkesselt. Oh, warte mal. Ja, das ist jetzt auch ein bisschen scheiße. Sieht auch ein bisschen bescheiden aus. Dann hole ich mir mal noch Holz. Holz, 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 Holz. Da können wir mit, ja, mit knapp 1,5, 6 rechnen jetzt. Aber bevor wir das machen, beende ich erstmal wieder diese Folge. Bis dahin würde ich sagen, euer Flash und LP und tschüssen.